So, da sind wir auch schon wieder zurück bei Let's Play Der Herr der Ringe Online, wo es gerade Morgenröte ist tatsächlich und wir haben verpasst, wie dieser Adler gerade gelandet ist. Passiert das, wenn man sich einloggt oder wie ist das? Wieso ist er gerade gelandet? Ich weiß es nicht. War leider, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, verdammt. Egal. So, ich habe schon wieder Geschenke bekommen, natürlich. Und zwar Zeichen, 290 Stück. Ja, wunderbar. Da sollte mal jemand ein Zeichen setzen. Hahaha. Hahaha. So, wie spät war das jetzt? Warte. 18:11 PM. Okay, muss ich mir merken. Na, damit ich weiß, wann ich die Aufnahme beenden muss und so. Falls ich wer fragt, warum ich da jedes Mal am Anfang gucke. Wieso gucke ich eigentlich nicht vor der Aufnahme? Ich bin voll Ich bin voll der Anfänger. Ich bin voll unprofessionell, wollte ich sagen. Ja, ist aber egal. Und ich bin müde. Na? Ich sollte mich umbenennen in Halbschlaf-LP. So, ich glaube, ich muss in diese Höhle hinein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Den Eingang der Spinnenhöhle soll ich finden. Also, suchen soll ich ihn nicht finden. Ich habe ihn schon gesucht. Tja. Ah. Hey, ich habe ihn gefunden. Geil. Die Ja, ich Suche nach soll dem jetzt großen hier. Adler Meneldor hat euch zu einer großen Spinnenhöhle im Klagehügel geführt. Einem Ort, der für die Himmelsbewohner mächtige Bedrohungen birgt. Hey, wieso ist der Adler hier drin? Ich weiß es nicht. Wie kann man als Adler so blöd sein und in eine Spinnenhöhle? Naja. Diese Adler, ich werde sie nie verstehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange ich jetzt aufnehmen will. Verdammt. Huch, da ist der Adler also. Hä? Und es ist sehr realistisch. Egal. Hä? Ich kann ihn von hier oben nicht ansprechen. Was natürlich total sinnvoll ist. Ich muss erst nach unten. Ja, natürlich. Ach so, ich muss übrigens mal hier wieder die Textnamen anschalten, sonst wundere ich mich immer, warum die nicht an sind. Und dann weiß ich nicht, wie die hier heißen. Das ist natürlich doof. Tja. Ich bin heute auch nicht. Ich wollte eigentlich schon früher aufnehmen. Ich bin heute aber auch nicht dazu gekommen, irgendwie. So richtig. Ich weiß nicht, warum. Also, ich weiß, warum. Es ist unfassbar. Ich kann es ja mal erzählen. Ich weiß nicht, ob ich soll, aber. Ne, das ist. Die sind so unglaublich unfähig. Manche Firmen oder manche Leute, ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist. Auf jeden Fall hat der irgendwie Mist gebaut, derjenige oder diejenigen oder wie auch immer. Oder diejenige. Ja, ich habe tatsächlich bei einem Pay-TV-Anbieter, ich nenne jetzt keine Namen, aber so viele gibt es ja eh nicht, habe ich einen Vertrag abgeschlossen. Er hat mir das nicht gefallen. Ich habe den widerrufen. Innerhalb dieser 28 Tage hatte ich sogar Zeit, diese Kündigungs- oder Widerrufsfrist, ne? Habe ich widerrufen, habe ich die Geräte und so zum Stand gebracht, wo ich den Vertrag abgeschlossen habe. Und dann hat man die mir abgenommen, alles, ne? Also ganz normal und das dann halt, also widerrufen, nicht gekündigt, widerrufen ist ein Unterschied. Merken, falls ihr irgendeinen Vertrag widerrufen wollt, nicht kündigen reinschreiben, sonst läuft er 2 Jahre lang und dann wird er erst gekündigt. Kann durchaus passieren. Ihr müsst den widerrufen, wichtig. Passt auf euch auf, Freund. Wir sind hier nicht alleine. Seid auf der Hut. Wir sind hier nicht allein. Eilt euch. Sie kommen immer näher. Ihr hört, wie sich ein großes Wesen in den Spinnenweben bewegt. Oh nein, eine riesige Spinne. Oh mein Gott. Was ist die überhaupt? Ach, nur Signatur. Ist ja lächerlich. Ja, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ach so. Ja, auf jeden Fall, habe ich das alles abgegeben, ne? So, und jetzt kommen die mir dauernd mit Mahnungen und was weiß ich jetzt sogar an die vom Inkassobüro, weil ich den Receiver angeblich nicht zurückgeschickt habe. What the fuck? Ich habe den, also klar habe ich den nicht zurückgeschickt, aber die haben den ja. Von daher ist das eigentlich total lächerlich. Und ich war sogar schon da bei denen. Warte mal, ich muss jetzt erstmal mit Mineldor sprechen. Geschwind wie die Nordwinde. Geschwind wie der Nordwind reiße ich mich von diesem verfluchten Netz los. Einen Moment. Okay, du hast es stundenlang nicht geschafft, aber jetzt schaffst du es.
Das ist voll logisch. Huch. Und er fällt da runter. Ich kann euch nicht oft genug danken, dass ihr mich befreit habt. Ich weiß nicht, wie ich euch danken kann, dass ihr mich befreit habt. Ich habe solches Glück, dass mir Landruval einen solch kühnen Befreier gesendet hat. Was habe ich denn gemacht? Ich habe nur die Spinne besiegt. Naja, ihr habt euch gegen diese schreckliche Spinne tapfer geschlagen. Hier oben ist doch... Hätte er eigentlich rausfliegen... Na gut, sind überall Spinnenweben, ist blöd. Hätte er nicht rausfliegen können? Lasst uns diesen grässlichen Ort so schnell wie möglich verlassen. Kommt schnell weg von hier. Ich hätte niemals hierher kommen sollen. Ich bin noch stark genug, um uns beide sicher zu Landruval zurückzubringen. Klettert auf meinen Rücken und haltet euch gut fest. Warum sieht man denn nicht, wie... Da sogar Ladebildschirm. Ach, guck mal, jetzt landen die hier. Und das Gras erscheint natürlich erst später. Ist ja klar. Ich freue mich, euch erneut zu erblicken. Und dann auch noch in einem Stück. Die haben beide die gleiche Synchronstimme. Egal. Oder nicht? Doch, ich glaube schon. Aber krass, die haben sogar hier, sagen sie sogar was Sinnvolles und nicht irgendeinen Standardtext, sondern mal einen Text, der zur Quest passt. Wie ist das denn möglich? Da muss ein Fehler in der Matrix sein. Ich bin froh, euch wiederzusehen. Und auch noch an einem Stück. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen, den wir so schnell nicht vergessen werden, Thagador. Ja, haben wir das beendet? Jetzt gibt's keine Folgequest. Doch, es gibt eine Folgequest. Es wurde eine Nachricht für euch hinterlassen, während ihr unterwegs wart. Während ihr fort wart, wurde für euch eine Nachricht hinterlegt. Einer der Männer von Stangard hat sie gebracht. Ich nehme an, man braucht euch in einer wichtigen Angelegenheit. Neue Aufgabe, eine Nachricht an Stangard. Wo mache ich die jetzt? Wo ist das? Ach, hier. Hä? Wo denn? Ach, da unten. Ein Brief an den Tarn. Ich würde den Brief gerne lesen. Ich habe schon wieder Turbinenpunkte. Mann. Ist ja gut. So, Tat abgeschlossen, Aufgaben, okay, in den Klagehügeln. 20 von 20. Da. Und Schluck auf. Brief an den Tarn, ich würde den gerne lesen, da ist er ja. Ach, ich kann den sogar lesen. Uns hat Kunde aus Stangard erreicht, dass eure Anwesenheit dringend erbeten wird. Ich muss mal meine Augen hier scharf stellen. Es ist gar nicht so einfach, wenn man müde ist. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass die Muskeln ein bisschen müder werden und es dann nicht mehr so einfach ist, das Ganze scharf zu... Naja, auf jeden Fall wollte ich weiterlesen. Dass eure Anwesenheit dringend erbeten wird. Eilt zum nördlichen Tor der Stadt und sprecht bei eurer Ankunft mit Torwache Sabert. Sabert hat Informationen für euch. Es wäre weise, wenn ihr eure Dienste für uns nicht offen ansprechen würdet. Eure Hilfe war willkommen, doch es gibt mächtige Männer, denen euer Einschreiten ein Dorn im Auge sein könnte. Und hier sind Hirschkühe, die ich nicht töten muss. Aber ich muss die auch nicht töten, ich muss doch hier Ziegen töten, da ist eine. Komm, ich töte mal die Ziegen für Ziegenleder. Kann ja nicht schaden, ne? Hier, wie viel habe ich denn schon? 3 von 10 erst, ach Gott. Ja, das dauert ja noch ein bisschen. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, Sky. Jetzt habe ich den Namen verraten. Scheiße. Auf jeden Fall, naja, war ja klar, wer sonst, ne? Gibt ja keine größeren PLTV-Anbieter sonst in Deutschland. Auf jeden Fall haben die... Da war ich da, weil die mir eine zweite Mahnung geschickt haben, ne? Weil ich den Receiver angeblich nicht zurückgesendet habe, der ja bei denen liegt. Naja, war ich da bei dem Stand, haben sie gesagt, ja, ist alles geklärt. Der hat er dann irgendwie angerufen und dann haben sie das irgendwie geklärt oder auch nicht. Offensichtlich nicht, denn ich habe jetzt schon wieder einen Brief bekommen. Es ist unfassbar. Ihr habt das bestimmt auch schon erlebt oder noch nicht. Wenn, dann werdet ihr es erleben vielleicht irgendwann, dass irgendwie keiner weiß, was der andere tut in so einer Firma. Also meistens geht's, aber manchmal kann es dann doch sehr schief laufen, wie man merkt. Na, jetzt wollen die irgendwie 200 Euro von mir für einen Receiver, den ich längst zurückgegeben habe.
Der liegt vor allem noch da. Das ist so dämlich. Vor allem hat der Typ angerufen und das gesagt, dass der noch da liegt. Und trotzdem schicken die mir, trotzdem beauftragen die eine Inkassofirma, um mir so einen Brief zu schicken und dann 200 Euro einzufordern. Wie dämlich. Also wirklich. Es ist lächerlich. Und ich muss den jetzt hinterherrennen. Ich werde da jetzt einen Brief hinschreiben, dann wird das schon gehen, aber das ist... Was soll ich dazu noch sagen, ne? Was soll man dazu noch sagen? Ich verstehe es nicht. Tja. Also, ne? Was lernen wir daraus? Immer, naja, vielleicht das Ganze ein bisschen besser organisieren. Ich weiß ja nicht. Wenn ihr mal eine Firma leitet oder irgendwo arbeitet, dann versucht doch mal irgendwas dazu zu tun. Ich weiß ja nicht, ob das möglich ist. Ich werde wahrscheinlich nie im Kundendienst arbeiten, von daher keine Ahnung. Aber sowas sollte nicht verloren gehen. Und vor allem sollte man wissen, wo die eigenen Geräte sind. Das kann ja nicht sein, dass die denken, dass das bei mir ist, wenn es gar nicht bei mir ist. Das ist ja lächerlich. Den rennt sie den schon hinterher und dann ist es trotzdem... Dann kommt es trotzdem nicht an, dass der Receiver bei, bei Sky schon angekommen ist, beim Sky-Stand. Vor allem die Smartcard ist... Die Smartcard wollten sie nicht zurückhaben. Die scheinen sie irgendwie bekommen zu haben. Also, ich habe die Smartcard im Receiver gelassen. Das heißt, wenn die Smartcard haben, müssten die eigentlich auch den Receiver haben. Haben sie ja auch. Bloß irgendwie wurde es nicht im System eingetragen, scheinbar. Ich frage mich, wie das möglich ist. Wie kann man so scheiße arbeiten? Ganz ehrlich, what the fuck? Also, wenn ich so arbeiten würde, wäre ich direkt gefeuert. Wo wir eigentlich gleich beim nächsten Thema sind. Da mache ich mir schon wieder fast Sorgen um meine Zukunft. Ich studiere ja jetzt technische Informatik, also sowas wie Hardwareentwicklung und bla. Digitale Schaltung hier. Weißt du, wie du aus ein bisschen Kupfer und Silizium und bla und vielen anderen Stoffen einen Prozessor baust praktisch. Das studiere ich. Und jetzt hat eine große Firma namens HP, kennt ihr vielleicht noch, hat jetzt einen neuartigen Prozessor oder generell neuartige Computer angekündigt oder vorgestellt, die sie einfach nur The Machine, also auf Deutsch die Maschine genannt haben, was auf den ersten Blick ein komischer Name ist, aber naja, wenn man bedenkt, dass es später wahrscheinlich, wenn es wirklich gut wird, in allen Computern verbaut werden wird, dann ist das gar nicht mehr so abwegig, das so zu nennen. Also nicht in allen Computern, also nicht nur in allen Computern, sondern auch in Smartphones, Waschmaschinen wahrscheinlich auch, oder nicht, je nachdem. Ich glaube da nicht unbedingt. Da sind meistens dann noch... Siehst du, vielleicht werde ich doch nicht arbeitslos. Ha, ich habe mir schon Sorgen gemacht, wenn die das dann entwickeln. Das basiert dann nämlich nicht mehr auf Silizium und bla, sondern also auch nicht mehr auf... Nicht wirklich mit Strom, sondern mit, also auch mit Strom, aber vor allem mit Photonen und Elektronen und Ionen und auf jeden Fall ganz anders als die heutigen Prozessoren funktionieren. Zumindest vom physikalischen her. Wie es jetzt auf logischer Ebene aussieht, weiß ich nicht, muss ich zugeben. Wahrscheinlich wird es auch da ein wenig anders aussehen. So, da soll ich Kreaturen töten, aber die Fälle habe ich schon alle. Also Pelze habe ich schon alle. Dann gebe ich das mal ab. Huch. Oder verliere erstmal... Okay, ich bin nicht runtergefallen. Gut. Tja, auf jeden Fall soll das dann sehr schnell sein. Also wirklich sehr schnell. Das ist dann irgendwie... Da kannst du denn irgendwie... Was waren das? Ich glaube, es waren über 100 Petabyte. Oder... Nee, ich glaube, es waren 60 Petabyte. Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall einige Petabyte, die du da adressieren kannst, und zwar einzeln. Jedes Byte kannst du einzeln adressieren. Ich meine, gut, das kannst du jetzt auch schon, aber, nee, kannst du es überhaupt schon? Ich weiß es gar nicht. Aber dazu kommt noch, du kannst es nicht nur einzeln adressieren, du kannst es innerhalb von 250 Nanosekunden adressieren. Klingt wenig, ist es auch. Im Vergleich zu Festplatten, die liegen im Millisekundenbereich, ne? Also kannst du hier... Also,
Es gibt ja Sekunden, dann gibt es Millisekunden, ist eine tausendstel Sekunde, eine Millisekunde. Davon tausendstel ist Mikrosekunde und dann davon tausendstel ist eine Nanosekunde. Ne? Kannst du ausrechnen oder nicht? Kannst du dir vorstellen, wie schnell das dann ist? Der Saboteur. Ach, das war die Aufgabe. Eure Hilfe benötigen. Das hier möchte ich gerne hier. Was habt ihr mit den Rohirren zu schaffen? Die Fälle, die ihr gebracht habt, sind makellos. Wenn sie erst einmal gegerbt sind, kann man daraus ausgezeichnete Rüstung und Werkzeuge fertigen. Vielen Dank. Ihr müsst einfach mal googeln nach HP The Machine. Ich kann das jetzt auch nicht alles erklären. Ich habe da auch nur ein 30-Minuten-Video dazu geguckt, wo der Typ das vorgestellt hat. Die Rohirrim benötigen eure Hilfe. Okay, das will ich auch nicht machen. Das ist nur wiederholbar. Ich möchte da unten hin. Ehre den Gefallenen. Genau. Also unten ist gut, ist ja oben. Hehe. So, wie komme ich da jetzt hoch? Da fängt schon an. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall wird das sehr schnell sein und sehr wenig Strom verbrauchen, wenn das dann so wirklich sich durchsetzt. Was ich doch mal denke. Also wenn die es wirklich hinkriegen. Durchsetzen wird sich's, wenn die es hinbekommen. Das ist wie damals, ich weiß gar nicht, was es vor dem RISC-Chip gab. Also Reduced Instruction Set Computer. Also praktisch ein einfacher, also so ein Chip mit einfachem Instruktionssatz. Sozusagen. Wie soll ich denn das jetzt erklären? Bedeutet einfach nur, da hast du halt nicht so Sachen wie Floating Point, also Gleitkomma, also hier 2,5 mal 7,3 mal Pi oder so. Kannst du damit nicht rechnen, sondern nur mit Integer, also mit Ganzzahlen. Also minus 1 mal 5 oder so. Oder minus 3000 mal 5197 oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall kannst du das mit so einem Reduced Instruction Set Computer. Die Chips wurden, glaube ich, damals 86 eingeführt. Ich weiß es gar nicht. Das gab's damals. Und jetzt. Jetzt ist das praktisch der nächste Schritt. Also das war damals eine Revolution praktisch in der Computerbranche, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe damals noch nicht gelebt, ich weiß es nicht. Und jetzt halt das. Also das mit Photonen und Elektronen und viel kleiner und deutlich schneller. Was auch krass ist, dann wird es wahrscheinlich Computer geben, die auf dieser neuen Technologie basieren. So in etwa so groß sind wie ein aktueller Desktop-PC. Und auch in etwa genauso viel verbrauchen, aber dafür Spiele praktisch in Filmoptik darstellen können. Und das wohlgemerkt bei gleichem Verbrauch wie, oder wahrscheinlich sogar weniger, Verbrauch wie jetzt, die aktuellen Computer. Ich weiß nicht, ob's. Ich glaube, es wird in etwa der gleiche Verbrauch sein. Doch, kann durchaus sein. So, und jetzt? Ich sollte die doch ehren. Für die Erfüllung der Aufgabe. Ach nee, das war das andere. Ich habe die doch jetzt. Ort und Blumen, die dazu. Ach, fehlen nicht Blumen? Blumen Group? Nee. Ich habe doch. Nee, Blumen habe ich doch. Ach, das ist schon abgeschlossen. Ach so. Ach so, ja, gut. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ja, toll. Wieso muss ich denn das jetzt da oben abgeben? Wie dämlich. Habe ich wieder. Ja, Halbschlaf-LP, wie man sieht. Ich bin wirklich im Halbschlaf hier gefühlt. Ich verpeile hier schon wieder alles. Das kann doch nicht sein. Mann. Da habe ich mich so auf die Ziegen konzentriert, dass ich ganz vergessen habe, dass ich da oben nochmal hin muss. Na toll. Dafür reiten wir jetzt durch diese wunderschöne Landschaft. Leider noch nicht in Filmoptik, das kommt noch irgendwann. Ne? Aber schon krass. Also einfach mal danach googeln, das kann ich jetzt alles nicht erklären hier im Let's Play. Das ist ein bisschen zu technisch und weiß ich nicht. Ne, auf jeden Fall. Ja. Wird das eine neue Revolution sein? Ich weiß bloß nicht, ob ich dann noch gebraucht werde, weil ja schon. Weil, naja, wenn ich jetzt lerne, wie aktuelle Prozessoren hergestellt werden und die dann nicht mehr hergestellt werden, ist das natürlich doof. Wenn das dann natürlich komplett anders ist, dann kann ich gleich nochmal studieren gehen.
Oder zumindest eine Weiterbildung. Ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich eine Weiterbildung, die so ein Jahr lang geht. Mindestens. Wenn ich nebenbei arbeite, wohl eher 2 Jahre. Kommt drauf an. Ja, naja gut, nebenbei arbeiten kann ich ja nicht, wenn das ja nicht mehr hergestellt wird. Das heißt, wahrscheinlich werde ich dann ein Jahr lang Weiterbildung machen müssen. Oder ich gehe halt in die Softwareentwicklung. Ob sich da viel ändern wird, ich glaube nicht. Ja, doch, eigentlich schon. Ja, doch, kann durchaus sein. Naja, jetzt muss ich erstmal mit diesen Adlern hier sprechen. Ja. Bin ich so verpeilt, dass ich das übersehen habe? Wie ist das möglich? Egal, jetzt seid gegrüßt, Landroval.